Ich bin der Günther, ich komme aus der Bude. Willkommen zu einer neuen Folge Okami HD. Wir sind im Moment noch im Mini-Dungeon im Bauch des Wasserdrachen und suchen jetzt den Drachenkristall und natürlich ist der Schlüssel despawned, den wir bis da hinten, denke ich, mal mitnehmen müssen. Der chillt doch. Oh, ich bin sogar drauf gelandet. Dieser Schlüssel, den brauchen wir, um weiterzukommen. Und ja, viel zu sagen gibt's nicht, denke ich. Wir machen jetzt einfach weiter, versuchen heute weiterzukommen. Ich habe keine Ahnung, wie viel noch fehlt. Ich hoffe, es ist realistisch, heute einen nächsten Dungeon zu beginnen. Wäre auf jeden Fall das Ziel. Also, ohne Storytelling ist es mehr als machbar. Aber es gibt noch so viel Story. Warum? Ja. Hier kann ich auch hoch. Und zwar kann ich da nicht nur hoch, sondern will es auch. Macht das Wasser hin. Warum geht das so hoch? Naja, damit geht's ja relativ schnell mit der Fontäne. Und wir sind wieder hier hinten. Bis an der Stelle, bis der wir zum letzten Mal gespielt haben. Und mach mal die Tür zu. Und können gleich weitergehen. Hier brauchen wir einen Schlüssel auch. Auf diesen letzten Metern haben wir anscheinend nichts mehr vergessen. Können die Tür öffnen. Und das sieht sehr nach dem Drachenkristall aus. Was ist das? Er ist ganz eingewickelt in diese schwabbeligen Bauchmuskeln. Sieht aus wie eine Glaskugel oder sowas. Mist, sie rührt sich überhaupt nicht. Der Wasserdrache will das Ding nicht hergeben. Das muss doch wirklich wichtig. Das ist. Ist das nicht offensichtlich genug? Hier kann ich es mir ansehen. Er ist eine Glaskugel oder so. Warte, ist das vielleicht... Ja, Digga. Wie oft willst du das noch sagen? Die Glaskugel ist total in diesem Muskelgewebe eingehüllt. Der Wasserdrache will das auf keinen Fall abgeben. Das muss was Wichtiges sein. Ja, schön! Willst du mich verarschen? Man kann das nicht so nicht bekommen. Ach, warte, hier ist noch ein Weg. So, hier langlaufen, dann kommen wir. Aha, eine Sackgasse? Ich weiß nicht, wo wir hier sind, aber mir gefällt überhaupt nicht, wie diese rote Flüssigkeit hier aussieht. Wenn wir da reinfallen, werden wir vielleicht blitzschnell verdaut. Ah ja. Ich glaube, mir wird schlecht. Guck dir mal das Gewebe an. Sieht aus, als würde diese eklige Flüssigkeit zurückhalten. Aha, und was muss ich hier jetzt machen? Das ist alles so glitschig und weich. Was ist mit dieser Flüssigkeit, die überall runtertropft? Willst du bitte aufhören, damit rumzuspielen? Ja, wenn du mir sagst, was ich machen muss, gerne. Das Gegenteil von dem, was er gesagt hat. Auf Deutsch weitermachen, oder? Ich wette, diese fleischige Masse hält diese rote Flüssigkeit zurück. Wir sind Geschichte, wenn das Ding da weg ist. Soll es besser aufhören, damit rumzuspielen? Das hast du schon mal gesagt. Vielleicht hattest du es mal mit der anderen Technik probieren, das Ding zu beschaden. Wie? Du kannst die rote Flüssigkeit da unten mit der Wasserfähigkeit hochlenken. Und warum die da unten? Mit der von oben geht's auf den Grund nicht. Was machst du da verdammt nochmal? Die rote Flüssigkeit regnet runter. Was passiert, wenn die weg ist, die Masse? Jetzt hast du auch meine Neugier geweckt. Und sicher, dass das nicht geht, das hat ja eindeutig was bewirkt. Also eben aus einer der drei Flüssigkeiten. Jui.
Was zur Hölle? Hier ist jetzt alles voll mit dieser ekligen roten Flüssigkeit. Wir sind gekommen, um die Drachenkugel zu holen und nicht um hier als Mittagessen zu enden. Schön. Und ich zweifle, dass ich hier... Doch. Das war laut, was ihr aus dem Pressen dauert. Nur etwas. So, dann klettern wir hier mal nach und nach wieder zurück. Denn die Wahrscheinlichkeit, dass sich beim Drachenkristall was getan hat, schätze ich als relativ hoch ein. Oh Kacke, das sah für mich irgendwie so aus, als wäre da wieder Boden. Da ist fester Boden. Ja, dann spring halt dahin. Kostet einiges an Leben, aber... Immer noch nicht. Soll ich jetzt weiter vor? Nee. Muss ja irgendwie. Jetzt musst du das Ding befreien. Hab ich doch gerade versucht. Das gehst du halt nur mit der Flüssigkeit. Boah. Oder was denkst du, warum man die holen muss? Weil einem keiner erklärt, dass sich das Zeug wie Wasser verhält. Die Fähigkeit, die man bekommen hat, da... Du hast es gerade schon viel wie Wasser verwendet. Trotzdem. Aber das merke ich mir nicht, weil es eigentlich keinen Sinn ergibt. Die Fähigkeit, die man bekommen hat, hatte eindeutig als Beschreibung, dass man damit Wasser bewegen kann. Sicher, dass im Magensäure kein Wasser drin ist? Bestimmt auch ein Anteil, aber... Trotzdem ist es im Prinzip kein Wasser. Das ist genauso wie, keine Ahnung, wenn du Brot in eine Wassermühle tun wirst und sagst, ist ja auch Wasser drin. Das heißt aber auch, mit der Fähigkeit kann man Wasserfontäner schaffen, aber man kann trotzdem Lavafontäner schaffen. Ja, das macht's nicht logischer. Im Gegenteil. Ich fand aber mein Wassermühlenbrotvergleich schon klasse. So, weiter geht's. Warum landest du jetzt da unten? Ne? Ah! Die Magensäure wurde verdaut. Erhalten, Drachenkugel. Gut gemacht, Emmy. Endlich haben wir die Drachenkugel. Jetzt können wir die Sperre um die Oni-Insel durchbrechen. Wenn Himiko die Position der Insel mit ihrem Kristall bestimmt hat, dann wird die Zuflucht des Feindes offen liegen. Das ist schön. Junge, du hattest aber schwer, die Kugel da rauszuholen. Ich frag mich, ob der Drache okay ist. Los, weiter, Emmy. Ich meine, wir haben die Kugel. Es macht keinen Sinn, weiter hier rumzuhängen. Ja, im Prinzip nicht, aber ganz ohne Kampf wär's doch langweilig. Verdammt nochmal! Sind das die Geister der armen Leute, die der Drache aufgefressen hat? Nee, warte, das sind keine Geister. Diese verrückten Farben können nur eins bedeuten. Fuchsfeuer! Ach was. Du erinnerst dich noch an die Waffe, für die du nach der Frage solltest, oder? Was für eine Waffe. Die Waffe, Alter, die du für raussuchen solltest, die Fuchsstäbe. Ja. Das ist zufällig ihre Wortform. Schön übrigens, dass du das den Zuschauern spoilerst, danke. Mach bitte spätestens nach dem Kampf heraus. Ich verstehe nur nicht, was diese Gegner jetzt so krass machen. Kämpfen komplett standardmäßig. Sind nicht schwach, aber... Du hast auch zwei ihrer stärksten Angriffe noch nicht gesehen. Aber ich weiß nicht, ob du das im Gesicht bekommst. Ja, die haben sogar den ganz normalen K.O. hier. Boah, es
Es kommen noch mehr. Okay. Ja, das war's eigentlich. Das wirkt eigentlich jetzt schon wie eher standardmäßige Gegner. Wie gesagt, keine so schwachen Gegner im Vergleich zu dem, was man gewohnt ist. Die halten relativ viel aus, aber haben halt keine krassen Gimmicks. Ja. Noch mehr! Ah, genau den Move meinte ich. Ah, diese Keks. Hä, und was macht man dagegen? Weil die machen das ja die ganze Zeit und ich kann mein Schwert nicht nutzen. Mit den Krallen attackieren würde ich was tun. Oh Gott. Vor allem die Tinte klauen wollen. Und dann kann den Angriff mit Kraftstreich abbrechen, weil er Tinte dafür hat. Ja, wenn man die Tinte hat. Digga, ich mach halt so viel Damage, ne? Ich versuche jetzt schnell einen wegzubekommen. Sehr gut. Jetzt nerv mich nicht. Du bist der Letzte, du machst hier nichts mehr. Jedenfalls hoffe ich, dass es inzwischen mal der Letzte ist. Ja, es ist. Sie macht daran, dass kein Feuer mehr durch die Luft fliegt. Und daran, dass die Musik hier stoppt. So. What the fuck? Das hat schon sehr viel Kohle gegeben. Für inzwischen, das war's akzeptabel. Das war deutlich mehr, als ich erwartet hab. Also dann. Hui. Dafür kriege ich sogar noch was. Die Fuchsstäbe eben. Was zur Hölle war denn das? War irgendwie abgefahren. Sieht aus wie ein Stapel Bambusrohre oder sowas. Ich weiß, ich wette, das sind die Fuchsstäbe. Hinter denen die vollbusige Braut hinterher war. Stimmt, so nennt er ja. Du weißt schon, die ultimative Waffe gegen die Mächte der Finsternis? Krass. So, wollen wir jetzt langsam hier raus oder noch ein bisschen talken? Ich wusste es. Du hättest versuchen sollen, die Kugel sanfter rauszuholen. Ja, heul leiser. Ich bin zu jung, um verdaut zu werden. Ja, das ist ein wunderschöner Satz. Den muss ich mir merken, so nenne ich die Folge. So ein richtiges Zeitlimit hat man anscheinend nicht hier währenddessen. Sieh mal da unten rechts in die Ecke. Oh, du. Hey, du hast mir selber gesagt, dass man kein Zeitlimit hat neulich. Nicht bei der ersten, sondern bei den anderen. Was heißt beeil dich? Aber das ist in dem Fall auch noch. Aber das hier ist auch Dreck. Ich meine, das fällt jetzt random von der Decke und kann mich treffen. Okay, man sieht die Schatten, aber... Ja, genau, da muss ich sich orientieren. Ne, weil ich so Bock hab, die ganze Zeit auf den Boden zu gucken, während ich hier lang renne. Übrigens. Warte, jetzt rein logisch gesehen? Wow, es regnet rein. Rein logisch gesehen, wieso ich hier diese Tropfen einatme? Ja, alles Logik. Also, ich bin dann mal weg, das Zeitlimit. Würde ich behaupten, ist tatsächlich relativ locker. Sekunde. Halt dein Maul. Ich will einen Siegestanz machen. Hui. Okay. Wir gehen dann mal. Halte ich für eine relativ schlaue Idee im Moment. Mach mal die Tür zu. Oh, ich glaube, wir haben es kaputt gemacht. Der Wasserdrache ist kaputt. Ich sag ja. Was sollen wir jetzt tun? Wir haben die Drachenkugel, aber kein Wasserdrachen zum Kontrollieren. Ganz egal, wie sehr sich Himiko anstrengt. Hä?
Hat die nicht gesagt, der Drache, sie braucht nur die Kugel und nicht den Drachen? Da hat's ihr doch nicht zugehört. Wunderschön. Ja, ich laber hier nur Scheiße, deswegen sehe ich auch keinen Grund, das jetzt vorzulesen. E-Bullshit. Oh, übrigens, kommt da was. Amaterasu, Ursprung alles Guten und uns aller Mutter. Ich befürchte, es bleibt mir nicht mehr viel Zeit, um zu sprechen. Aber ich muss dir danken. Was? Wofür? Wer bist du überhaupt? Ich bin König Wada. Ich bin fett, falls du es nicht gesehen hast. Der 27. König der Drakonia. Ja, ist fett. König der Drakonia? Also dann warst du der Wasserdrache? Ja. Ich war es, der Wasserdrache, Gott der See und Herrscher der Tiefe. Der große große Göttin Amaterasu. Wie du bestimmt weißt, gibt es schlimme Vorzeichen, die die Ankunft eines großen Unheils über Nippon ankündigen. Sogar die Drakonia leiden unter den Kräften der Finsternis. Sie haben versucht, mich daran zu hindern, meine Kraft einzusetzen. Die Kraft, die Sperre zu zerstören, die die Oni-Insel umgibt. Ich führte einen Kampf mit dem dunklen Lord und verschlang das dunkle Instrument, welches er führte. Aber das Instrument ließ sich in meinem Bauch nieder und trieb mich in den Wahnsinn. Instrument des dunklen Lords? Meinst du hier? Keine Ahnung, ich wollte irgendeinen schlechten Witz machen, mir ist aber keiner eingefallen. Ja, die Fuchsstäbe. Ohne die Fuchsstäbe ist die Macht des dunklen Lords begrenzt. Jetzt werden diese Monster alles unternehmen, um sie wiederzufinden. Ich verstehe. Sie sind eine Art Schlüssel zu seiner Macht, oder sowas? Jetzt kann ich in Frieden ruhen, da ich weiß, dass sie in deinen Händen sind, Amaterasu. Ich hab keine Hände. Ich bitte dich, meiner Frau Otohime die Drachenkugel zu geben. Es ist das Herz des Drachen. Es wird meinem Volk Frieden bringen. Leider ist mein Ende nah. Ich habe viele Unschuldige ermordet. Ah, passiert, während mich der Wahnsinn im Griff hatte. Ich bete, dass ihre Seelen Frieden finden mögen in diesen nassen Tiefen des blauen Wassers der Ryushima-Küste, dass die Menschen so innig lieben. Digga, willst du noch mit mir? Ich werde für dich beten. Er ist ein König, der muss Reden halten können. Ja, aber doch nicht jetzt. Okay, tschüss. Darf ich mal anmerken, dass der eigentlich ganz schön schnell sinkt, vor allem wenn Fett schwimmt. Digga, der hätte eigentlich genauso schnell sein müssen, aber in die andere Richtung. Andererseits, okay, ich glaube, Keirul wäre zum Beispiel eine Ausnahme dafür, weil der ja noch viel Metall an sich hat. Aber er ist halt auch ein Krokodil, ne? Beziehungsweise Alligator. So, wir sind übrigens jetzt wieder hier drüben. Amaterasu, du hast es geschafft. Schön. Halt die Schnauze. Vollbusige Braut. Ich sah vom Strand aus, wie du den durchgedrehten Wasserdrachen vermöbelt hast. Ja. Deswegen bin ich schnell hergekommen, nur für den Fall... Ah, ihr müsst euch doch keine Sorgen um uns machen. Ich meine, nichts kann die gute alte Emmy hier aufhalten. Weder Feuer noch Wasser noch... Sag mal, Amaterasu, was ist mit dem Wasserdrachen passiert? Hat er das Geheimnis verraten, wie man auf die Oni-Insel kommt? Hey, es ist unhöflich, jemanden zu unterbrechen. Ich war noch dran, Braut. Auf jeden Fall war der Wasserdrache der eigentliche König der Drakonia. Er hatte sich in einen Drachen verwandelt, um den Drachenpalast zu verteidigen.
mal, bist du irgendwie blöde? Er hat dem Bösen sogar die Fuchsstäbe geklaut. Ihr habt die Fuchsstäbe gefunden? Wenn ich so drüber nachdenke, habt ihr nicht auch nach denen gesucht? Sind sie nicht die ultimative Waffe gegen das Böse? Hey, warte mal. Was war das nochmal, was ihr über die Fuchsstäbe gesagt habt? Ihr wisst schon über das versunkene Schiff und so? Warum mussten wir das dumme Schiff suchen, wenn sie doch eigentlich hier waren? Bist du noch immer wütend, weil ich euch in Gefahr gebracht habe? Es tut mir leid, aber jetzt ist keine Zeit dafür. Gib mir die Fuchsstäbe, schnell! Jetzt ich meine, wenn die Monster so fanatisch hinter ihnen her sind, dann hat derjenige, der sie hat, eine riesige Zielscheibe auf dem Rücken. Nee, dass es ein Schild ist, so ein Ha-Comedy! Seid ihr alle hohl? Amaterasu? Ich hoffe, du weißt, was du tust, du großes Fellknäuel. Sie strahlen ein unheimliches Licht aus, aber auch irgendwie verlockend. Damit werden meine heiligen Kräfte ihren Höhepunkt erreichen. Damit kann ich auch den allerletzten Dämon zerstören. Königin Himiko mit dieser großen Macht zu beschützen, das ist meine Pflicht. Keine Sorge, Amaterasu. Ich muss jetzt zurück in die Stadt. Ich werde mit meinem Leben für meine Pflichten einstehen. Mit eurem Leben? Lasst euch nicht umbringen, Braut. Doch. Sie ist weg. Ich weiß nicht, ob es halt jetzt was bringt, direkt in die Stadt zu gehen, so. Hey, Emmy! Hör auf rumzampeln, wir müssen die Drachenkugel, die wir vom Wasserdrachen bekommen, schnell bei Otohima abliefern. Wir können uns vielleicht nicht mehr auf die Kraft des Wasserdrachen verlassen, aber die Drakonier betrachten die Drachenkugel immer noch als ihren Schatz. Ich kann eh nix. Ja, also, wir haben hier die 4,5 IQ-Playstick am Start. Aber, okay, stimmt, das ist eine logische Begründung. Weil wir sehen die Insel ja bestimmt nicht jedes Mal, wenn wir hier an der Küste sind. Deswegen müssen wir ja nochmal in die Stadt, um den Aufenthaltsort zu erfahren. Und da machen wir das dann. Es ist einfach zu weit weg, um ihre Position richtig abzuschätzen von dem, was man sieht. Ah ja, man sieht die trotzdem. Ich bin zurück, Otohime! Oh, welche Erleichterung, zu sehen, dass es euch beiden gut geht. Und was ist mit der Drachenkugel? Hab ich gegessen. Ah, nee, warte, hat der Drache gegessen. Ja, hier ist sie. Das war schön schon wieder. Ja, ist so. Ups, fallen gelassen. Hast du die Drachenkugel aus dem Körper des Drachen geholt? Nein, ich hab mir eine bei Aldi bestellt. Ich habe keine Worte, meine Dankbarkeit zum Ausdruck zu bringen. Jetzt, da ich die Drachenkugel habe, kann ich die Macht des Wasserdrachen nutzen. Damit kann ich die Sperre um die Uni-Insel brechen. Wegen dem Wasserdrachen, er sank auf den Grund des Meeres, als wir dieses Kugelding da nahmen. Bedeutet das, dass der König der Drakonier... Servus. Ich meine, ist dieser König der Drakonier wirklich euer... Ja, es stimmt. Der Wasserdrache war König Wada, mein Ehemann. Er vollführte den uralten drakonischen Ritus der Transformation, um die Kräfte der Finsternis zu bekämpfen. Aber er wurde schwer verwundet und floh in eine unkontrollierbare Wut. Wenn der König tot ist, dann muss das Gesetz der Nachfolge erfüllt werden. Die Drachenkugel musste um jeden Preis gerettet werden. Und zu meinem größten Bedauern war dieser Preis das Leben des Königs. Hör mich an, Isun. Wie ich schon zuvor sagte, die Drakonier sind bereit, alles zu tun, was immer auch getan werden muss. Wir dürfen nicht zögern.
Schön. Deswegen haben wir jetzt leeren Dialog, weil wir nicht zögern dürfen. Nun dann, Amaterasu, was ist mit dem dunklen Instrument des Herrn der Finsternis? Du hast es bestimmt im Bauch des Drachen, Wasserdrachen gefunden, oder? Oh, ihr meint die Fuchsstäbe? Die Beauftragte von Königin Himiko hat sie an sich genommen. Sie sagte was davon, ihre Macht gegen das... Böse zu verwenden. Himikos Beauftragte? Es stimmt, das dunkle Instrument hat unfassbare Kräfte. Aber das Böse wird alles in seiner Macht Stehende zu... Das hab ich heute schon mal gehört. Ich hoffe wirklich, diese Beauftragte, von der ihr da sprecht, ist wirklich vertrauenswürdig. Nein, ist sie nicht! Alle Hoffnung wäre verloren, wenn es wieder in die Hände des Bösen fallen würde. Nicht, als würde ich irgendeine Andeutung machen wollen, aber ihr solltet vielleicht mal in die Stadt gehen und nachgucken! Ja, vor allem, weil jetzt nicht zufällig irgendeine Prophezeiung oder sowas kommt. Was war das eben? Eine Offenbarung vielleicht, ganz zufällig. Vielleicht möchte uns König Wada noch etwas zeigen, bevor er uns verlässt. Blöde Sache das, ne? Habt ihr eine Ahnung, was diese Vision bedeuten sollte? Komm schon, Emmy! Arsch bewegen! Was zum Fick? Keine Zeit für Erklärungen, Otohime! Wir müssen schnell rüber zum Dingster-Tempel! Erinnere dich, Amaterasu, es gibt noch Hoffnung. Ich werde hier auf Königin Himikos Offenbarung warten. Wir werden uns dort treffen, wo die Oni-Insel erscheinen wird. Mögen die Götter der See über euch wachen. Panische Musik und wir fahren noch langsam im Fahrstuhl, der. Und denk dran, dass ich nicht teleportieren, weil du schnell sein musst. Tja, das ist eine schöne Sache. Aber heute machen wir das sowieso nicht mehr. Denn das war's mit der heutigen Folge von Okami HD. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne ein Like und ein Abo da. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann und ciao.